Wenn du deinen Körper trainieren möchtest, um gesund zu bleiben, dich fit zu halten und gleichzeitig deine Figur zu verbessern, kannst du ganz einfach zu Hause regelmäßig eine Übungsroutine durchführen. Wir empfehlen dir heute verschiedene Übungen zum Training deines Körpers. So geht es. Es handelt sich um eine isometrische Übung, die auch als Unterarmstütze bezeichnet wird und sehr praktisch ist, um den Körper zu stärken. Die Muskeln werden durch eine statische Haltung trainiert, wobei wichtig ist, diese richtig durchzuführen, um tatsächlich optimal davon zu profitieren. Stütze Unterarme und Zehenspitzen auf den Boden auf. Rücken und Beine werden dabei gerade gehalten. Beachte, dass der Körper bei dieser Übung nicht durchhängt, mit der die Muskeln des Bauches, des Rückens, des Gesäßes, der Beine und der Arme gleichzeitig gestärkt werden können. Du kannst damit auch die Haltung verbessern. Wir empfehlen dir auch diesen Beitrag 3 Aktivitäten zur Linderung von Rückenschmerzen Training von Oberkörper, Po und Hüftbereich. So geht es. Gehe in den Vierfüßlerstand und strecke dann das linke Bein und den rechten Arm aus. Der Körper bildet eine gerade Linie. Danach winkelst du Bein und Arm langsam ab, bis der rechte Ellenbogen das linke Knie berührt. Wiederhole diese Übung danach auf der anderen Seite. Was kann man mit dieser Übung erreichen? Mit dieser Übung kannst du den Oberkörper, den Po und die Muskeln der Hüfte trainieren. Kleiner als 7.120.678 /desktop/generic/box/middle/app-größer-als-google-tag-cmd-push-function-google-tag-define-slot 7.120.678 /desktop/generic/box/desktop/generic/box/middle/app 336 280 300 250 DIVGPTAD 1503391743112-0 Settergeting, Red, Volz, Settergeting, Section, 1, Settergeting, URL, 7 Übungen zum Training deines Körpers, Settergeting, Topic, Exercises, Settergeting, Marfield Type, Get MRFP, Set Clips Empty Div True, True, Ad Service Google Tag, Pubats Google Tag, Enable Services Google Tag, Display DIVGPTAD 1503391743112-0 kleiner als 7.120.678 /desktop/generic/1x1 CMD push function Google Tag Define-Slot 7.120.678 /sizes/desktop/generic/1x1 DIVGPTAD 1513094690767-0 Settergeting, Red, Volz, Settergeting, Section 1, Settergeting, URL, 7 Übungen zum Training deines Körpers, Settergeting, Topic, Exercises, Settergeting, Marfield Type, Get MRFP, Set Clips Empty Div True, True, Ad Service Google Tag, Pubats Google Tag, Pubats, Clips Empty Divs Google Tag, Enable Services Google Tag, Display DIVGPTAD 1513094690767-0 Kniebeugen zur Stärkung deines Körpers. Es handelt sich um eine ausgezeichnete Stabilisationsübung, mit der die Muskeln des Bauches,
des Rückens, des Gesäßes, der Beine und der Arme gleichzeitig gestärkt werden können. Der Körper bildet eine gerade Linie. Danach winkelst du Bein und Arm langsam ab, bis der rechte Ellenbogen das linke Knie berührt. Wiederhole diese Übung danach auf der anderen Seite. Was kann man mit dieser Übung erreichen? Mit dieser Übung kannst du den Oberkörper, den Po und die Muskeln der Hüfte trainieren. So geht es. Was kann man mit dieser Übung erreichen? Kniebeugen stärken die Oberschenkel, den Po und die Hüfte. Hast du diesen Artikel schon gelesen? Mehr Muskelmasse, weniger Fett, 5 Schlüssel. So geht es. Du hast sicher schon öfters Liegestützen gemacht und weißt, wie das geht. In die Liegestützposition gehen und den Körper in einer geraden Linie halten. Die Hände werden dabei etwas breiter als schulterbreit aufgestützt. Der Körper wird jetzt möglichst weit gesenkt, bis er sich waagrecht zum Boden befindet. Der Rücken muss dabei gerade bleiben, danach wieder in die Ausgangsposition zurückgehen. Was kann man mit dieser Übung erreichen? Mit dem Liegestütz kannst du die Muskeln im Brustbereich, die Arme und den Bauch trainieren. So geht es. Du liegst mit dem Rücken auf einer Matte. Die Arme befinden sich hinter deinem Kopf. Winkle die Beine an und stelle die Füße fest auf den Boden. Jetzt hebst du den Oberkörper in Richtung Kniegelenke und bewegst ihn so weit wie möglich nach vorne. Danach gehst du wieder in die Ausgangsposition zurück. Was kann man mit dieser Übung erreichen? Mit dieser Übung wird die Rückenmuskulatur gestärkt und du kannst gleichzeitig Fett abbauen. Training von Bauch und Po. So geht es. Du liegst mit dem Rücken auf einer Matte. Die Arme befinden sich hinter deinem Kopf. Winkle die Beine an und stelle die Füße fest auf den Boden. Jetzt hebst du den Oberkörper in Richtung Kniegelenke und bewegst ihn so weit wie möglich nach vorne. Danach gehst du wieder in die Ausgangsposition zurück. Was kann man mit dieser Übung erreichen? Mit dieser Übung wird die Rückenmuskulatur gestärkt und du kannst gleichzeitig Fett abbauen. So geht es, um Bauch, Po und Oberschenkel zu trainieren. Stützt du Unterarme und Zehen auf eine Matte auf. Der Rücken wird dabei angespannt und gerade gehalten. Er soll nicht durchhängen. Hebe jetzt ein Bein so hoch wie möglich. Gleichzeitig hebst und senkst du deinen Körper. Stütze das andere Bein gut auf den Boden, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Was kann man mit dieser Übung erreichen? Mit dieser Übung kannst du die Muskulatur der Hüfte, des Bauches, des Gesäßes und der Beine trainieren. So geht es. Diese Übung hilft dir, den Körper schön zu formen. Lege dich mit dem Bauch auf eine Matte. Die Arme sind angewinkelt oder befinden sich hinter deinem Kopf. Hebe jetzt den Oberkörper so weit wie möglich an. Verbleibe einige Sekunden lang in dieser Stellung und gehe dann wieder in die Ausgangsposition zurück. Wiederhole diese Übung einige Minuten lang. Was kann man mit dieser Übung erreichen? Mit dieser Übung kannst du die Muskeln im Bereich der Wirbelsäule und die Hüfte stärken. Noch ein Lesetipp, bevor du gehst: Plank, eine einfache Übung, die den gesamten Körper steht. Vergiss nicht, dass du mit dem Training deines Körpers konstant sein musst, wenn du die gewünschten Ziele erreichen möchtest.